Schaut mal, was wir hier haben. Bestes Rindsgulasch. Und wie dieser Klassiker funktioniert, seht ihr in diesem Video. Ich bin der Kalle aus der La Cucina Kochschule hier in Hamburg. Viel Spaß beim Zuschauen. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Für unser Gulasch brauchen wir gutes Rindfleisch. Das ist jetzt hier bestes Rind von unserem Schlachter. Schon in vernünftige Würfel geschnitten. Viel kleiner als diese sollten sie nicht sein. Viel größer macht auch keinen Spaß. Das finde ich schon ganz gut. Aus der Keule, ohne Fett, ohne Sehnen, gutes Rindfleisch. Und dann die nächste große Zutat sind die Zwiebeln. Und ihr seht schon, wir haben zwei fast identische Schalen. Und mein Tipp für euch ist, ihr nehmt die Zwiebeln vom Volumen her genau wie das Rindfleisch. Nicht vom Gewicht, vom Volumen. Das heißt, wenn ihr sie schneidet, braucht ihr weniger Zwiebeln vom Gewicht als Fleisch. Vom Volumen ist es wichtig, weil diese Zwiebeln werden uns später, das werdet ihr sehen, das Gulasch andicken. Der Topf ist heiß. Wir geben jetzt schon mal das Rindfleisch hinein und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wenn ihr das Rindfleisch in den heißen Topf hineingegeben habt, dürft ihr eines auf gar keinen Fall machen. Ihr dürft nicht umrühren. Was erlaubt ist, das Fleisch zu verteilen, dass überall gleichmäßig Fleisch am Topfboden liegt. Weil würdet ihr jetzt rühren, dann verliert ihr die Hitze im Topf und wir wollen ja braten. Deswegen nicht umrühren. In der Zwischenzeit, in der das Fleisch jetzt hier schön Farbe nimmt, möchte ich euch die weiteren Zutaten kurz vorstellen. Wir haben jetzt hier Tomatenmark, das ist von der Menge her ungefähr 4 Esslöffel. Wir haben hier edelsüßen Paprika, wir haben Pfefferkörner, wir haben Nelken, 2 Lorbeerblätter, 1 Teelöffel voll Kümmel, 2 Knoblauchzehen und Butter. Warum Butter? Die Butter ist jetzt unser größter Helfer, weil ich höre es schon, Kümmel, nee, das mag ich nicht. Doch, der Kümmel ist gut für euren Magen. Nehmt ihn mal mit rein und ihr werdet merken, es ist viel bekömmlicher. Nur, wenn man darauf rumbeißt, ist es nicht schön. Deswegen die Butter. Wir nehmen ein schönes, großes Gemüsemesser, was so schön rund geschliffen ist. Und wir geben jetzt Knoblauch, Butter, Gewürze, alles zusammen. Das Ganze hacken wir jetzt durch. Und ihr werdet sehen, die Butter hält uns alles, was wir jetzt hier haben, zusammen. Dass uns die Pfefferkörner, dass uns die Kümmelsamen und die Lorbeerblätter nicht vom Brett springen. Wenn wir da mal hineinschauen, dann sehen wir jetzt, dass wir dort Farbe bekommen. Guter Moment, jetzt ganz vorsichtig das erste Mal herumzurühren. Und ihr seht, da entsteht so ein bisschen Feuchtigkeit. Das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Aber wichtig ist, dass der Topf noch eine schöne Hitze behält. Braten lassen. So ihr Lieben, was ganz, ganz wichtig ist, es knistert. Das heißt, jede Feuchtigkeit ist jetzt hier unten verdunstet und wir haben überall schon ein schönes Ergebnis von der Farbe her. Ich lasse mal eben so ein Stückchen mal der Kamera präsentieren. So, schaut mal, so darf es aussehen. Nicht verbrannt, aber eine schöne Farbe. Und wenn wir dieses Ergebnis haben, dann geben wir jetzt unsere Zwiebeln dazu. Und auch die Zwiebeln wollen wir jetzt kurz mit anbraten. Es sieht doch jetzt schon richtig lecker aus und es duftet. So, schaut mal, unsere Zwiebeln haben auch schon schön Farbe bekommen. Unser Topfboden hat auch leichte Farbe bekommen, aber es ist nicht schwarz. Jetzt kommt unser Tomatenmark ins Spiel. Das geben wir da hinein und wenn wir das jetzt verrühren, stellen wir sofort fest, das vermischt sich relativ schwer. Kleiner Tipp, ihr löscht jetzt das erste Mal mit einem ordentlichen Schuss trockenem Rotwein ab. Und was jetzt passiert, zum einen vermischt sich das Tomatenmark jetzt viel leichter mit euren Zwiebeln und dem Fleisch. Und zum anderen hilft jetzt schon der erste Schluck Rotwein, den Topfboden wieder klar zu spülen. Das heißt, wir lösen die Röststoffe vom Boden ab. Das nennt man in der französischen Küche glasieren und deglasieren. Also der Rotwein dazugeben ist das Deglasieren. Und was jetzt wieder passiert, ist das Glasieren, das Anrösten. Das machen wir dreimal und dann kommen unsere Gewürze dazu.
So, ihr Lieben, schaut euch doch mal die Farbe an. Das sieht doch schon richtig, richtig gut aus. Und ich bin immer ganz stolz drauf, wenn die Kamera da jetzt mal hineinschaut. Das ist immer noch der gleiche Topf. Alles sauber. Wir haben die Röststoffe da, wo sie hingehören, in der Soße. Was auf keinen Fall fehlen darf, ist das edelsüße Paprikapulver. Das gebe ich immer erst in diesen Moment hinein, weil in das fertige Gulasch ein Paprika hineinzugeben, ist ganz, ganz schlecht, weil du hast immer diesen stumpfen Geschmack, weil Paprikapulver braucht Wärme. Ich gebe es jetzt dazu und ich schwitze es mit an. Anschwitzen heißt, das soll jetzt nicht rösten, das soll nur ein bisschen Wärme bekommen, dass das Pulver wirklich automatisch den gesamten Geschmack abgibt und es fängt jetzt schon an zu duften. Kein Rösten, sondern nur ein leichtes, zärtliches Anschwitzen. Jetzt können wir auch schon unsere Butter mit den Gewürzen dazugeben, auch gleich hinein. Und jetzt die Frage aller Fragen. Womit füllen wir ein Gulasch auf? In der Gastronomieküche würde ich jetzt sagen, ich nehme einen neutralen Kalbsfond oder ich nehme eine Rinderbrühe. Aber liebe Leute, das ist Hausmannskost. Und da steckt so viel Fleisch drin, so viel Kraft, wir füllen das mit Wasser auf, wie Großmutter es auch immer schon gemacht hat. Und zwar nur so weit, dass unsere ganzen Fleischstückchen einmal unter der Soße liegen. Nicht zu viel, weil wir wollen ja keine Suppe kochen. Und eine kleine Prise Salz dazu und wir lassen das jetzt ganz langsam kochen. Gefühlte Kochzeit wenigstens 1,5 Stunden. Dass das Fleisch richtig schön zart wird und dann wollen wir probieren. So ihr Lieben, gut Ding will Weile haben. Schaut euch bitte mal das Ergebnis an. Unser Gulasch hat jetzt hier auf kleiner Flamme 2 Stunden vor sich hingeköchelt und der erfahrene Zuschauer sieht sofort, wir haben eine Bindung. Ihr erinnert euch zu Anfang des Filmes, ein Teil Zwiebel, ein Teil Fleisch und ihr habt dieses Ergebnis. Jetzt der große Moment. Mal probieren. Ich nehme mal ein kleines Stückchen, weil der Kameramann freut sich sonst immer, wenn ich das nicht so schnell runterschlucken kann. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Eine Frage an euch alle da draußen. Ich glaube, ein Gurkensalat ist immer gut. Das Rezept findet ihr demnächst auf diesem Kanal. Aber Frage an euch alle, was ist eure Lieblingsbeilage zum Gulasch? Das würde mich mal interessieren. Ein Kommentar würde uns sehr fröhlich machen. Das ist unser Gulasch. Ich bin der Kalle aus der Lacusiner Kochschule hier in Hamburg. Weitere Rezepte werden eingeblendet. Dieses einfache Rezept findet ihr unten in der Verlinkung. Ich bin dann mal weg und ich sage Tschüss und Ahoi.